Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen beim Blick in die Zukunft. Ja, wir beschäftigen uns heute mit den Neuerscheinungen, die es im April geben wird. Nach einer Bücherflut im März, was natürlich der Buchmesse auch ein wenig geschuldet ist, war, wie auch immer, wird es im April tatsächlich ein bisschen ruhiger, hatte ich so das Gefühl, was die Buchneuerscheinungen angeht. Ich habe 4 an der Zahl gefunden und ich denke, ich zeige euch die jetzt so einfach der Reihe nach und erzähle euch auch ein wenig, warum sie für mich interessant sind. Beginnen möchte ich mit Magonia von M.D. Headley, welches am 3. April erscheinen wird. Wird als gebundene Ausgabe 17 Euro kosten und erscheint im Heine Verlag. Und ich muss sagen, das Cover hier ist wirklich wunderschön gestaltet, wie ich finde. Spricht mich direkt an und macht irgendwie Lust auf Lesen. So auch der Klappentext. Seit sie klein ist, leidet die 16-jährige Asa an einer seltsamen Lungenkrankheit, die ihr ein normales Leben unmöglich macht. Als sie eines Tages ein Schiff hoch in den Wolken erspäht, schiebt sie das Phänomen auf ihre akute Atemnot, bis jemand auf dem Schiff ihren Namen ruft. Nur ein Mensch glaubt ihr diese Geschichte, ihr bester Freund Jason, der immer für sie da war, den sie vielleicht sogar liebt. Aber gerade als sie versucht, sich über die neuen tiefen Gefühle zu Jason klar zu werden, überstürzen sich die Ereignisse. Asa meint zu ersticken und findet sich plötzlich in Magonia wieder, dem Reich über den Wolken. Dort ist sie das erste Mal in ihrem Leben nicht mehr krank, sondern stark und magisch begabt. In dem heraufziehenden Kampf zwischen Magonia und Asas alter Heimat der Erde liegt das Schicksal aller mit einem Mal in Asas Händen. Und hier muss ich ehrlich gestehen, das Cover hatte für mich direkt einen Fantasy-mäßigen Eindruck gemacht. Und da war ich am Anfang des Klappentexts so ein bisschen irritiert, warum wir hier ein Mädchen haben, das krank ist und auf der Erde lebt und dachte anfangs so, irgendwie passt das Cover nicht. Aber als dann eben dieser Gedanke dazu kam, dass eben über den Wolken eine Welt namens Magonia lebt und ja, hier irgendwie ein Kampf zwischen unserer Welt, unserer Erde und diesem Planetenreich sein wird und Asa irgendwie die Hände im Spiel hat, das fand ich großartig. Und ich hoffe eben nicht auf eine Krankenleidensgeschichte. Und ich bin sehr gespannt, was es mit Magonia, mit dieser Welt auf sich hat, was uns da erwartet. Und ich wünsche mir eine Bilderflut. Ich möchte die Welt vor mir sehen. Ich möchte Asa, dass sie mir ans Herz wächst und dass wir dann wirklich ja, erfahren, was es mit dieser Welt auf sich hat. Und ich wünsche mir hier ganz viel Spannung und Fantasie und hoffentlich eine gelungene Protagonistin, die dann hoffentlich nicht nur ihrem Liebesschmerz hinterher weint, sondern eben auch tatsächlich kämpft und stark ist und ja, all das im Grunde herausschreit, was ich mir wünsche. Auch geht es am 3. April dann endlich weiter mit den New York Diaries, und zwar mit dem 3. Teil Phoebe, diesmal wieder geschrieben von Ellie Taylor alias Anne Freitag. Anne Freitag und Adriana Popescu wechseln sich hier ja mit dem Schreiben ab. Der erste Teil, Claire, war auch schon von Ellie Taylor alias Anne Freitag. Der zweite Teil, Sarah, war von Adriana Popescu alias, ich habe es ja wieder mal nicht mit Namen, alias Carrie Price, wenn ich mich irre. Und der dritte Teil, Phoebe, wird dann wieder von Ellie Taylor sein. Wird in, als E-Book und auch als Taschenbuch je 10 Euro kosten. Hat 304 Seiten und erscheint wohlbekannt im Knauer Verlag. Und ich bin ja bisher ein großer Fan der New York Diaries. Ich mochte beide Teile unglaublich gerne. Wir haben hier ja ein Gebäude in New York City und ein großes Night Building. Und die Protagonisten haben bis jetzt immer in diesem Haus gewohnt, haben im Grunde ihre Geschichte erzählt und so wird es auch Phoebe tun. Man kann alle Bücher getrennt voneinander lesen, egal auch in welcher Reihenfolge. Man sollte einfach mit der beginnen, die einen wahrscheinlich am meisten anspricht oder auch von der Farbe vielleicht hier am meisten anspricht und kann man sie wirklich kreuz durcheinander lesen. Manchmal treten Protagonisten aus anderen Büchern wieder in den neuen anderen Büchern auf und besuchen sich oder so. Also sowas gibt es durchaus, dass man da einen Bezug zueinander hat, was ich immer ganz, ganz toll finde. Und so freue ich mich auf Phoebe. Und zwar heißt es hier, in New York werden Träume wahr und ins Knights Building zieht, wer große Träume hat.
Aber Phoebes berufliche Wünsche haben sich längst erfüllt und an Beziehungen glaubt sie nicht. Doch dann nimmt sie auf dem Rückflug von einer Dienstreise versehentlich den falschen Koffer vom Rollband. Und der ihr unbekannte Schriftsteller David marschiert mit ihrem nach Hause. Anhand der Anhaltspunkte, die sie in den Koffern finden, fangen die beiden an, einander zu suchen. Nichts ahnend, dass sie am Ende dieser Suche viel mehr gefunden haben werden, als nur den Besitzer des vertauschten Gepäckstücks. Und das klingt nach einer wunderbaren Reise und einem wunderbaren Abenteuer-Roadtrip durch New York, denn ich hoffe mir da natürlich, dass die beiden, die die Koffer des jeweils anderen gefunden haben, natürlich auf die Suche gehen, wir durch diese Stadt reisen, irgendetwas Tolles entdecken werden und am Ende mit großen Gefühlen belohnt werden. Und ich freue mich sehr auf Phoebe und bin sehr gespannt, wie mir der dritte Teil der Reihe dann auch gefallen wird. Und dann kommt er endlich, der neue Inselroman der tollen Gabriela Engelmann, Strandfliederblüten, wird ebenfalls am 3. April erscheinen, wird broschiert, 9,99 Euro kosten und auch er wird im Knauer Verlag erscheinen und hat 384 Seiten. Und ich bin ja ein großer Insel-Fan, was die Bücher von Gabriela Engelmann angeht. Ich lese diese Bücher unglaublich gerne und freue mich wirklich jedes Jahr aufs Neue darauf und bin auch sehr gespannt, was bei diesem schönen Cover in der Geschichte stecken. Auch diesmal reisen wir an die Nordseeküste und unsere Protagonistin und heißt hier Juliane. Und es geht, heißt hier, Juliane möchte sich nicht nur in ihrem eigenen Leben neu definieren, sondern auch ein Familiengeheimnis aufdecken und Wege finden, achtsam mit sich selbst und anderen umzugehen. Denn in Julianes Leben überstürzen sich gerade die Ereignisse. Neben einer großen Enttäuschung in Sachen Liebe und dem Verlust ihres Jobs erhält sie überraschend die Nachricht, dass ihre Großmutter Ada, mit der sie nie Kontakt hatte, ihr ein Haus samt zugehörigen Leuchtturm auf der Hallig-Fliederrock hinterlassen hat. Meine Güte, ein Name. Einmal dort angekommen ist Juliane wie verzaubert von Adas liebevoll eingerichteten Zuhause, dass das ihre werden könnte, von den besonderen Menschen auf der Hallig, von der unvergleichlichen Natur der Nordseeküste und von den Ausblicken und Einsichten, die man nur auf einem Leuchtturm erleben kann und von denen Juliane schon als Kind träumte. Vor allem aber ist sie fasziniert von ihrer Großmutter selbst, die in Briefen, Büchern und den Erinnerungen ihrer Freunde und Bekannten lebendig wird und die für eine Art zu leben stand, die Juliane zunächst ein wenig fremd ist, sie dann aber immer mehr begeistert und dazu animiert, ein achtsames Leben im Einklang mit sich und der Natur zu führen. Und ich finde, hier spürt man wieder diesen besonderen Zauber, den man in Gabriela Engelmanns Büchern immer wieder findet, dass man sich dort heimisch fühlt, dass man etwas in den Frauen merkt und spürt, dass sich etwas verändert und dass sie oftmals eben einfach zu sich selbst finden, Träume sich erfüllen, Träume wahr werden oder sogar erst Träume entdecken, die sie vorher gar nicht zu träumen wagten. Und ich mag die Bücher unglaublich gerne. Ich habe sie soweit alle hier stehen und freue mich auch auf Strandfliederblüten, was auch optisch wirklich ein absoluter Genuss ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das neue Buch. Und so auch auf das letzte Buch, auf das ich mich im April freue, was am 11. April erscheinen wird. Und zwar mein zauberhafter Buchladen am Ufer der Seine. Und zwar ist das von Rebecca Reisin. Ich habe keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Es könnte durchaus was Deutsches sein. Weiß ich gerade nicht. Hat 320 Seiten und wird im Rutten und Löning Verlag erscheinen und wird gebunden 14 Euro kosten. Und hier heißt es so schön, wo liegt das Glück, wenn nicht in Paris? Und da ich ja im letzten Jahr schon mit 2 oder 3 Büchern in Paris war, freue ich mich natürlich auch auf dieses Buch, das auch in Paris spielen wird, was ja am Titel schon erkennbar ist. Buchhandlungen sind magische Orte, an denen manch einer ganz neue Wege für sein Leben zu entdecken vermag. Das zumindest findet die junge Buchhändlerin Sarah. Doch ihr kleiner, aber feiner Laden in einer amerikanischen Provinz ist alles andere als eine Goldgrube. Und eine Lösung für ihre komplizierte Beziehung zu ihrem Freund Rich findet sie hier auch nicht. Als eine Freundin aus Frankreich sie bittet, für eine Weile ihren Buchladen am Ufer der Seine zu übernehmen, zögert Sarah nicht lange, doch dort erwartet sie alles andere als La Vie en Rose. Und Sarah muss erst die Geheimnisse der französischen Bücherfreunde verstehen, um den unvergleichlichen Zauber von Paris entdecken zu können. Eine junge Buchhändlerin sucht ihr Glück in einem kleinen Buchladen in Paris und findet die Liebe. Oh, und ich finde, das klingt auch wunderbar nach Frühling und wunderbar nach Bücherliebhabern und Geschichten
und eben nach Frankreich. Und ich finde, das spricht mich unglaublich an und es wärmt mir das Herz so direkt auf. Und ich bin sehr gespannt auf diese Geschichte. Habe von der Autorin noch nichts gehört und bin einfach mega gespannt, ob der Klappentext das halten kann, ja, was er an Gefühlen verspricht. Und wie man sieht, ist der Monat tatsächlich doch sehr liebesgeschichtlastig, hatte ich so den Eindruck, 3 von 4 Büchern, die sich zumindest darum drehen. Und ich finde das sehr, sehr bezaubernd und schön und freue mich da wirklich darauf, so mit diesen Frühlingsgefühlen und dem Frühlingserwachen, was man hat, dann wirklich auch so ein paar Gefühle nach außen zu transportieren und einfach so ein bisschen, ja, Liebe ins Herz zu lassen. Und bin sehr gespannt auf die Geschichten. Welche Bücher habt ihr für euch im April entdeckt? Das könnt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin da sehr, sehr neugierig, was ihr so empfehlen können, worauf ihr euch freut. Oder vielleicht habt ihr ja auch eins der Bücher, die ich euch vorgestellt habe, auf der Liste. Da freue ich mich natürlich auch über einen Kommentar. Hoffe, ihr hattet nun Spaß mit meinem Blick in die Zukunft und ich wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.